Sie ist die deutsche Torte schlechthin, die Schwarzwälder Kirsch. Lieber klassisch handgemacht aus der Konditorei oder die Stracciatella-Variante vom Tiefkühltortenhersteller. Unfassbar, 300.000 Torten stellen wir am Tag hierher. Ich könnte den ganzen Tag zuschauen. Jeder hat die Schwarzwälder Kirschtorte zu probieren gekriegt und darunter war auch der Will Smith und der Michael Jackson. Leidenschaft steckt in beiden Tortenversionen, aber worin unterscheidet sich die große Produktion von der handgemachten Einzeltorte? Und was können wir uns bei den Profis abschauen? Der Schwarzwald. Von dort hat der Tortenklassiker seinen Namen. Und hier backt auch die beste Schwarzwälder Kirschmacherin Deutschlands. Am Fuße des Feldbergs liegt die Konditorei Gscheiter Beck von Ramona Bitzenberger. Ramona ist Konditorin mit Leib und Seele. Sie baut Schwarzwälder Kirschtorten, seit sie denken kann. Das ist die Goldmedaille, die habe ich 2018 beim Schwarzwälder Kirschtortenfestival gewonnen. Und seitdem bin ich die amtierende Schwarzwälder Kirschtortenkönigin. Auch echte Royals haben schon Ramonas Torte gegessen. Ich habe meine Schwarzwälder Kirschtorte auch schon für die Queen gebacken. Ich war 10 Jahre in der Weltgeschichte unterwegs, habe meine Schwarzwälder Kirschtorte in die Welt rausgetragen, nach England und nach Amerika. Und dort hat sie auch jedem geschmeckt. Mettingen in der Nähe von Osnabrück. Hier steht die größte Tortenproduktion Europas, Koppenrad und Wiese. 300.000 Tiefkühltorten laufen hier täglich vom Band. Sonja Wiesmann ist in der Fabrik seit 15 Jahren dabei. Die Konditorin entwickelt zusammen mit ihren Kollegen immer neue Tortenideen für die Supermärkte in Deutschland. Diese Kreationen sind ihr ganzer Stolz. So wie die Schwarzwälder Kirschtorte, neu designt mit Stracciatella. Das ist die Schwarzwälder Kirschtorte, unser Klassiker. Und wir wollten was Neues machen, was richtig Modernes. Da mussten wir so ein bisschen überlegen und rumtüfteln, was können wir da so machen, um den Charakter beizubehalten. Zum Beispiel ein schiefer Boden, die Kirschmasse obendrauf und vor allen Dingen für den besonderen Biss Schokostücke. Und das gibt so ein bisschen Knack wie beim Stracciatella-Eis. Erste wichtige Zutat für die Stracciatella-Kirschtorte im Werk sind die Kirschen. Sie sind die fruchtigen Geschmacksträger und müssen richtig knackig sein. In der Fabrik kommen sie gefroren an. Die ist super. Sie ist fest, sie ist schön rund, noch sehr rot. Eine perfekte Kirsche für die Stracciatella Kirschtorte. Wir haben viele Versuche gemacht. Erst mit der Schattenmorelle, die war zu weich und matschig. Dann haben wir die Oblaschinska gefunden. Eine Kirsche aus Europa, die sehr schön fest und knackig ist und den Kirschsaft gut hält. Also hat sie nach vielen, vielen Versuchen sozusagen gewonnen. Daraus soll jetzt zusammen mit Zucker und Stärke ein tiefrotes Kirschmus werden, das später die Torten krönt. Fast 1 Tonne Kirschen pro Stunde schafft dieser XXL-Smoothie-Maker. Wenn ich das sehe, muss ich an meine erste Schwarzwälder Kirschtorte denken. Da ist alles schiefgegangen, nur die Kirschmasse nicht. Ich habe als Kind schon gern gebacken und mit 15 war ich dann echt stolz, aus der Nachbarschaft eine Anfrage zu kriegen, ob ich eine Schwarzwälder Kirschtorte machen könnte für eine Feier. Der Mürbteig zerbrach, der Biskuitboden sah super locker, fluffig aus. Dann habe ich ihn versucht zu schneiden und alles zerbröselte. Kurzer Nervenzusammenbruch, ich habe mich gesammelt, habe meine Kirschmasse, weil die hat funktioniert, genommen, alles zusammengebaut, mit Sahne eingerieben, Sahnetupfer drauf. Und am Ende hat es keiner gemerkt, dass alles schiefgegangen ist. Alle waren glücklich und froh und es hat wohl geschmeckt, weil ich habe direkt den nächsten Auftrag bekommen. Auch bei Ramona im Schwarzwald müssen die Kirschen schön rot und vor allem möglichst kühl sein. Torten vertragen nämlich keine Wärme. Das wird kalt angerührt mit dem Kirschsaft, weil die Torte soll ja nachher auch kalt sein. Den Saft dickt Ramona mit Zucker und speziellem Saftandicker ein. Dann hebt sie die Kirschen unter. Mit dem Rührlöffel, ganz vorsichtig, damit sie nicht aufplatzen. In der großen Tortenproduktion entsteht gerade die zweite wichtige Zutat, die Biskuitböden. Düsen füllen den Teig in diese Formen und die laufen dann für 50 Minuten vollautomatisch durch den Ofen. Danach kühlen die Böden erstmal ab.
Das Schwierige ist, er muss fluffig sein und trotzdem stabil, um die Torte zu halten und nachher so schön aussehen. Ramona backt ihre Teige nach dem klassischen Rezept für dunklen Biskuit: Mehl, Kakao, Zucker und jede Menge Eier. Als ich so 22 war, habe ich angefangen, im Adlon zu arbeiten. Und ja, ich bin ja ein Dorfkind und dann bin ich auf einmal in die große Stadt gekommen und da gibt es schöne, viele Möglichkeiten, auch mal feiern zu gehen. Und dann kommt man morgens oder noch fast mitten in der Nacht im Adlon an und muss hier 150 Eier aufschlagen. Und dann habe ich mich da klar mal beim Eieraufschlagen verzählt und natürlich passiert mir das heute nicht mehr. Jetzt wohne ich ja wieder auf dem Dorf, hier kann man nicht so viel feiern gehen. Heute sind wieder genauso viele Eier drin, wie drin sein müssen. Den Teig muss Ramona mindestens 5 Minuten lang bei höchster Stufe aufschlagen, sonst wird er nicht fluffig genug. Also ganz wichtig, dass der Boden gut aufgeschlagen wird, bis wirklich die ganze Masse sämig ist. Das heißt, wenn man mit dem Finger reingeht und es rausholt, es muss nicht stehen bleiben, aber es muss sich ein bisschen so ein Zipfel bilden. Aber der Biskuit allein wäre zu schwach. Jede Torte braucht auch einen festen Untersatz. Ramonas Mürbeteig wird beim Backen hart wie ein Keks und gibt der Torte später Halt wie ein Teller. Man macht hier Löcher in den Mürbeteig rein, weil sonst wirft der Blasen. Der braucht also kleine Löchle, dass die Luft und der weiße, heiße Wasserdampf weggehen kann vom Teig. Gibt's kleine Löchle. Dann geht's für die Teige in den Ofen. Dabei will der Biskuit nicht gestört werden. Auf keinen Fall die Ofentür aufmachen, sonst fallen alle Böden zusammen und dann kann man von vorne anfangen. In der Fabrik backen sie ebenfalls Mürbeteig als unterste Schicht. Na klar, vollautomatisch. Derweil sind die Biskuits nach dem Abkühlen bereit für die Teigsäge. Die teilt jetzt jeden Biskuit in 4 Böden, 2 für jede Torte. Fehlt noch die dritte wichtige Tortenzutat, die Sahne. 300 Liter passen in den Mischer. Dazu kommen Zucker, Vanille und Kondensmilch. Die süße Sahne ist jetzt bereit zum Aufschlagen. Durch Rohre geht es zu diesem speziellen Riesenmixer. Die Sahne fließt von hier in den Mischkopf und wird hier aufgeschlagen. Das Ganze wird stark gekühlt, damit die Sahne nicht gerinnt. Wir geben Stickstoff zu. 950 Liter Sahne pro Stunde aufschlagen? Für den Mischkopf kein Problem. In der Trommel schlagen sogenannte Zahnwalzen die Sahne auf. 500 Zähne sitzen auf jedem Kranz. Da muss die Sahne durch, bei einem Druck von 6 Bar. Die Zähne verwirbeln sie wie superkräftige Mixer. Stickstoff macht die Schlagsahne schön schaumig. Das Gas bildet Blasen, um die sich die Fettmoleküle der Sahne sammeln und sie einschließen. So entsteht ein besonders stabiler Schaum, der sich auch gut einfrieren lässt. Aber das allein reicht den Tortenmachern nicht. Sie wollen die Schlagsahne jetzt pimpen. Und zwar mit diesen Schokosplittern. Ihre Idee? Die Torte soll schön knackig werden. Eine Stracciatella-Torte. Auch in der Konditorei in Feldberg sind Ramonas Biskuits jetzt fertig gebacken. Jetzt haben wir 15 Böden und die reichen uns im Sommer einen halben Tag. Und in der Nebensaison brauchen wir die 15 am Tag. Jede Torte braucht einen ganzen Biskuit. Ramona drittelt die Böden mit einer Art Brotmesser. Der mittlere und der unterste, die müssen ein bisschen dicker sein, da kommt schön das Kirschwasser rein. Ramona schlägt auch für die klassische Schwarzwälder Kirschtorte Sahne auf. Ganz wichtig, ihr sogenannter Sahnebläser kommt direkt aus dem Kühlschrank. Dazu nur etwas Zucker geben. Man braucht keine Gelatine, kein Sahnesteif. Jeder denkt immer, das muss in die Sahne, dass sie fest wird, aber das stimmt gar nicht. Kälte ist extrem wichtig. Wir haben so richtig gemerkt, dass ich richtig kalte Sahne brauche. Das war 2018 beim Schwarzwälder Kirschtorte Festival, da habe ich mitgemacht. Und mein Vater hat zu mir damals gesagt, nimmst du Kühlschrank mit. Fand ich ein bisschen einfältig, habe ich gedacht, ich nehme doch keinen Kühlschrank mit zu sowas.
und habe ihn aber doch mitgenommen. Ab und zu muss man ja hören, was die Eltern sagen. Und dann hatte ich den Sahnebläser und habe gesehen, in dieser Riesenhalle, es war 30 Grad, es war im August und es war so ein Sahnebläser auf dem Tisch gestanden, nicht im Kühlschrank. Und jeder Konditor hat da drin seine Sahne geschlagen. Ich war die Einzige, die einen kalten Sahnebläser und einen Kühlschrank hatte und die kalte Sahne. Und dadurch habe ich auch die Goldmedaille gewonnen. Fast nur durch die kalte Sahne. Dann der wichtigste Moment. Ramona baut die Torte. Auf den Mürbeteigboden streicht sie etwas Kirschmasse. Das dient wirklich nur als Kleber, dass nachher der Biskuit an dem Mürbeteig schön kleben bleibt. So, dann kommt der unterste Boden drauf. Und darauf die Schicht aus Kirschen. Die sorgt später für den fruchtigen Geschmack in der Torte. Also nur nicht damit geizen. In der großen Produktion bauen sie die Stracciatella-Kirschtorten ganz anders. Sie schichten die Torte kopfüber. Das heißt, die Kirschen kommen als Mousse oben auf die Torte drauf. Darauf schichten Düsen die Stracciatella-Sahne. Und jetzt stößt die super Hightech-Anlage an ihre Grenzen. Der Biskuitboden ist sehr zerbrechlich und keine Maschine der Welt könnte ihn einlegen in die Torte. Deswegen brauchen wir hier viele Mitarbeiter. Nach dem Einlegen soll sich der Biskuit in den Sahnering hineinbiegen. Später ergibt das eine Schräge in der Torte. Ein gewölbter Stempel verteilt den Druck so gleichmäßig, dass dabei keine Risse entstehen. In die Auswölbung kommen nun Stracciatella-Sahne und eine extra Portion Schokostreusel. Apfelmus dient als Kleber für die Mürbeteigböden. Aber die liegen noch verkehrt herum. Hier werden die Torten kurz angefroren. Sie würden sonst den nächsten Schritt, das Wenden und Auslösen, nicht überleben. Minus 35 Grad panzern die weichen Torten für einen gewagten Stunt. Hier sind die Torten jetzt schön hart und können gewendet werden. Auf der Rutschbahn macht jede Torte einen Salto. Danach heizen ihnen Flammen kräftig ein. So lösen sie sich ganz leicht aus der Form. Zu echten Torten fehlt ihnen jetzt nur noch die Garnitur. Im Schwarzwald geht es ans Eingemachte, denn anders als in der Fabrik gehört noch Schnaps in die klassische Schwarzwälder Kirschtorte, das sogenannte Kirschwasser. Ramonas Mann Manuel brennt das hochprozentige gleich nebenan aus Kirschen von der eigenen Plantage. Trotz 78% kann man schon gut trinken, weil es richtig schön fruchtig und mild ist. Das Kirschwasser kann Ramona aber nicht einfach in die Torte gießen. Sie hat dafür diese Haushaltsflasche umfunktioniert, einen sogenannten Wäschesprenger. 100 Milliliter kommen auf jeden Boden. Doch es gibt noch eine wichtige Frage. Wer hat sie eigentlich erfunden, die Schwarzwälder Kirschtorte? Dazu gibt es mehrere Legenden, je nachdem, wen man fragt. Legende Nummer 1, die Erfindung stammt aus Bonn. Konditorlehrling Josef Keller aus Schwaben kreierte sie 1915 in Bonn-Bad Godesberg, allerdings nur einstöckig. Nee, sagen die Tübinger. Sie erheben ebenfalls den Anspruch, die Schwarzwälder Kirschtorte erfunden zu haben, allerdings erst 1930 und damit 15 Jahre nach Josef Keller. Das Grundrezept war aber schon viel länger im Schwarzwald bekannt. Bäuerinnen kochten Kirschen ein und servierten sie mit Milchrahm, manchmal auch mit etwas Schnaps, jedoch als einfaches Dessert, nicht als Torte. Aber egal, wer nun der Schöpfer war, die Schwarzwälder Kirschtorte genießt heute Weltruhm. Endspurt im Schwarzwald. Ramona schichtet die Schnapsböden und die Sahne abwechselnd übereinander. Mit dem Tortenring als Anschlag zieht sie alles ganz glatt ab. Im Werk sind die Stracciatella-Kirschtorten ohne Alkohol. Dort geht es jetzt mit der Garnitur weiter. Zwei Schokostäbchen und Schokostreusel runden die Torten als knuspriges Topping ab. Dann wird es noch mal arktisch kalt für die Torten. Das ist unser Schockfroster bei minus 34 Grad und 12 Windstärken.
werden die Torten hier schockgefrostet. Dabei gelangt die Kälte ganz, ganz schnell in den inneren Kern. Und das kennt jeder, wenn es draußen einfach nur kalt ist, ist einem kalt. Aber wenn der Wind dazu kommt, dann friert man noch schneller. Genau das ist das, was wir wollen. Ganz schnell frosten. 2,5 Stunden lang friert der Schockfroster die Torten bis in den Kern durch. So sind sie dann 6 Monate lang haltbar und kosten später im Supermarkt knapp 16 Euro. Isoliert in Thermoboxen gehen die Torten auf Reise in die Supermärkte nach ganz Deutschland, Österreich und Benelux. Genau wie die anderen Torten. Die Firma stellt mehr als 50 verschiedene Sorten her. Die Torte in der Konditorei bekommt die klassische Garnierung für Schwarzwälder Kirsch. Furchen, Schokostreusel und Sahnerosetten. Ramona hatte einen Tipp für alle Hobbybäcker. Ganz wichtig, wenn man zu Hause die Sahnerosetten macht, dass die Sahne schön aus dem Spritzbeutel rauskommt, bevor man anfängt zu drehen. Das heißt, viele drehen schon lange, bevor die Sahne kommt. Das heißt, ich lasse die Sahne wirklich aus dem Spritzbeutel rauskommen und leg sie dann hin. Ein solches Tortenstück kostet hier im Café 4,50 Euro. Die Farben der Schwarzwälder Kirschtorte haben eine festgelegte Bedeutung. Die Kirschen stehen für die roten Bollenhüte der Schwarzwaldtrachten. Die Schokospäne, die sollen bei der Bluse der schwarze Rand darstellen. Das Weiße ist die weiße Bluse von der Tracht. Und den hatte ich tatsächlich auch im Adlon bei der Weihnachtsfeier 2005 schon mal auf, dass mich dann auch jeder kennt. Jetzt geht's ans Probieren. Einmal klassisch aus der Konditorei und die neue moderne Stracciatella-Kirsch-Interpretation. Auch wenn sie sich optisch unterscheiden, beide Torten setzen, bis aufs Kirschwasser, auf die gleichen Zutaten. Und beide sind echte Hingucker. Aber wie schmecken sie? Zuerst ist Ramonas Torte aus dem Schwarzwald an der Reihe. Die Kirschen sind schön fruchtig mit dem Schnaps. Und ja, die Schokostreusel runden das oben einfach so ein bisschen ab. Man hat ein bisschen Frucht, man hat ein bisschen Sahne, ein bisschen Schokolade. Was mir auch auffällt, ist, dass dieser Mürbeteigboden total knackig ist. Da unten, der knuspert so richtig schön im Mund, was ich ganz toll finde. Und die Stracciatella-Kirschtorte? Ja, war sehr lecker. Was mir jetzt so aufgefallen ist, die Stracciatella-Stückle. Also wenn man es dann im Mund hat, schmeckt es sehr gut. Die knacken nämlich so schön im Mund. Ich finde es auch bemerkenswert, wie gut es ist dafür, dass er auch schon mal eingefroren war tatsächlich. Also einen Favoriten würde ich jetzt tatsächlich keinen küren wollen, denn jede für sich ist lecker. Ob klassisch oder neu interpretiert mit Stracciatella, die Schwarzwälder Kirsch ist und bleibt ein Renner. Nicht zuletzt, weil Sonja und Ramona mit Herzblut dabei sind.